Sie denken sicher, ETFs sind sicher. Auf jeden Fall, die Schweizer Börse lässt sie das glauben. Sie sagt immer wieder, ETFs sind für alle Anleger, weil sie sicher sind. Das ist aber nicht wirklich so. Denn erstens halten ETFs teure Aktien in einem größeren Umfang als günstige Aktien, von denen nur weniger gekauft werden. Das bedeutet, bei einer Börsenkorrektur leidet Ihr ETF mehr, weil die teuren Aktien mehr leiden als die billigen. Aber noch schlimmer, die ETFs halten oft sehr, sehr, sehr viele Aktien. Das heißt, sie halten auch ganz kleine Unternehmen, Aktien an ganz kleinen Unternehmen. Wenn die Börse korrigiert, bedeutet das, dass man diese ganz kleinen Unternehmen gar nicht schnell genug verkaufen kann. Und sie haben einen zusätzlichen Wertverlust. Und drittens, noch schlimmer, Sicherheit kommt aus Diversifikation. Je mehr Sie Ihr Geld verteilen, desto sicherer sind Sie. ETFs machen aber genau das Gegenteil. Sie gewichten die Aktien nach Marktkapitalisierung. Das heißt, Sie haben sehr oft wenige Aktien mit großen Anteilen im ETF und zwar viele Aktien, aber nur mit ganz kleinen Anteilen. Sie haben ein Klumpenrisiko. Und gerade beim Schweizer Marktindex, dem berühmtesten der Schweizer Indizes, ist das besonders eklatant. Bis zu 60% sind in nur schon 3 Aktien investiert. ETFs sind sicher? Weit gefehlt. Sicher ist nur, wenn Sie die Aktie selbst behalten. Ich wünsche Ihnen viel Glück beim selber investieren.